als junger Mensch kannst du das wirklich definitiv aussuchen, was du machen möchtest. Also keinen Job zu finden, ist absolut unmöglich. Niemand hat mich aufgenommen, nur wegen Noten. Leider, ich hatte keine Chance. Die Jungen sind nicht faul, die Jungen sind einfach nur, ich habe das Gefühl, sie sind verzweifelt und hilflos. Ich habe jetzt 6 Monate Stellenanzeige geschaltet, also 6 insgesamt. Ja. Und ich habe 2 Bewerbungen gekriegt. Früher haben alle um den Gast gekämpft, heute kämpfen sie um den Mitarbeiter. Immer nur Absagen, immer nur Corona, Corona, Corona. Wir haben schon satt davon. Haben wir nichts zum Tun, sterben wir halt dann einfach in der Früh nicht auf. Es wird wirklich eine Zeit, dass das Ganze vorbei ist. Also, sie hängen zu viel um und um. Dann kann ich gleich zu Hause chillen, sozial mich anmelden, AMS, fertig. Und wieder die gleiche Summe bekommen. Vielleicht geht es den Arbeitslosen einfach zu gut. Ich glaube, dass einfach, ja, zu viel Geld kriegen sie das nichts tun. Es ist ja so, dass wir da echt dann auch viele Leute sind, die vielleicht auch gar nicht arbeiten können, weil es ihnen gesundheitlich nicht gut geht. Aber das sehen halt die Leute von außen nicht. Für mich sind die Jugendlichen eigentlich die Verlierer dieser Pandemie. Wer hat da jetzt recht? Die Hoteliers oder die Gastwirtinnen oder Arbeitgeber aus allen möglichen Branchen, die sagen, wir suchen händeringend nach Arbeitskräften, aber wir finden niemanden, den wir brauchen können. Oder die jungen Leute, die Sie gerade gehört haben. Viele, die hier beim AMS U25 gemeldet sind, versichern glaubhaft, dass sie serienweise Bewerbungen schreiben, aber durchwegs Ablehnungen bekommen oder gar keine Antwort. Eine seltsame Situation. Ende Oktober sind rund 10.000 offenen, sofort verfügbaren Lehrstellen nur rund 7.000 Lehrstellensuchende gegenübergestanden. Wieso kommen die nicht zueinander? Kim Kadletz, studierte Soziologin und am Schauplatz Spezialistin für sozialpolitische Reportagen, hat versucht herauszufinden, woran es hakt. Ist es die schlechte Ausbildung der jungen Leute oder die schlechte Bezahlung? Ist es der mangelnde Arbeitswille? Oder hat die Pandemie viele junge Leute in besonderer Weise aus der Bahn geworfen? Die Reportage beginnt an einem Ort, wo Arbeitgeber und Arbeitslose eigentlich gut zusammenkommen sollten. Bei der Messe Jugend und Beruf in Wels. Anfang Oktober auf der Berufsmesse in Wels in Oberösterreich. Zukünftige junge Arbeitskräfte strömen massenweise herbei. Um sie wird händeringend geworben. Denn allerorts fehle es gerade an gutem Personal, hören wir. Wir lernen den Hotelier und Gastronomen Gerald Reuder kennen. Er erzählt uns, die krisengebeutelte Gastronomie sei bei den Jungen derzeit besonders unbeliebt. Der Grund? Ein Wertewandel zeichne sich ab. Die ganze Sprachgewandtheit, die die jungen Menschen teilweise ja haben, ist ja eine völlig andere. Nicht der gegenseitige Respekt. Respekt vor dem anderen ist ja relativ nach unten gegangen, sondern jetzt geht es halt mit der Übung, wer hat mehr Rechte. Pflichten vergessen wir leider Gottes. Ja, und das Motto, ich bin ich. Und in der Dienstleistung ist es halt umgekehrt. Ich habe die Aufgabe, meinem Kunden, meinem Gast Freude zu bereiten. Und das ist halt ein großer Unterschied, als wenn ich sage, das ist mein Feindbild. Und das ist halt leider wirklich so. Also wir müssen da trainieren, Begrüßung, Verabschiedung ist ein Thema. Ja, dass man das sagt, ist nicht selbstverständlich. Wir erfahren, fast 13.000 offene Stellen in Gastronomie und Hotellerie können in Österreich gerade nicht besetzt werden. Dann merkt man es ja auch teilweise bei den Jugendlichen, bei einigen Jugendlichen, die sagen, warum sollte ich? Warum sollte ich? Ich wohne daheim bei den Eltern, ich kriege mein Geld vom AMS, ich mache halt irgendwann wieder mal einen Kurs. Sommerliege am See. Und das färbt er dann auf andere auch ab. So nach dem Motto, du bist ja blöd, weil du Lehr machst, du bist ja blöd, weil du arbeiten wirst. Und das hilft uns absolut nicht weiter. Was denken Sie sich dann? Ja, dass mein Kreislauf natürlich nach oben schnallt, ist logisch, nicht? Weil es ein Wahnsinn ist. Aber was willst du dagegen tun? Ein halbes Jahr früher. Es ist April, als wir uns das erste Mal mit 4 Jugendlichen auf der Linzer Donaulände verabreden. Geschäfte und Gastronomie sind zu dieser Zeit noch geschlossen. Niki, Aaron, Johanna und Luis hatten die ganze Krise über keinen regulären Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Die Lockdowns setzen ihnen zu. Es fühlt sich einfach total endlos an, die ganze Situation. So, man fühlt sich irgendwie wie in einer Dauerschleife gefangen, weil immer wieder... Man geht kurzzeitig vielleicht ein bisschen besser, man denkt, ja, man kriegt es jetzt wieder hin, dass man irgendwie arbeiten geht, keine Ahnung. Und dann geht es einfach wieder von vorn los, weil einfach sich nichts ändert an der Situation. Ich habe manchmal jetzt noch Tage, wo ich einfach denke, ich will einfach, dass es aufhört, weil es tut einfach weh. Es ist so ein psychischer Schmerz, der einfach, das natürlich wird eh durch das Ganze verstärkt, dass man daheim eingesperrt ist und
da habe ich auch Tage, wo ich einfach da liege und warne, weil, ja, weil ich nicht weiß, wohin mit mir selbst. So. Ja. Das geht, ich glaube, fast eh jeder. Die halt einfach keine Arbeit haben, keine Schule, gar nichts. Also halt so eben in Schule, aber die haben einfach gar nichts im Hand. Und die haben einfach keine Zukunft. Junge Burschen werden auf unsere Dreharbeiten aufmerksam. Auch sie berichten von gescheiterten Schul- und Arbeitskarrieren. Weil mindestens einer unter 16 ist, machen wir sie unkenntlich. Ich finde es eigentlich schon scheiße, dass ich mein Schulabbruch habe, weil das Ding ist, ich war ja nicht einmal so dumm, dass ich es nicht schaffen würde, aber... Aber? Ich bin einfach schon immer auf den falschen Weg gekommen und dann, ja, keine Ahnung, ist das halt so gekommen, dass ich auf Schule scheiße und so. So eigentlich, im Endeffekt, ich würde schon eigentlich das alles gerne machen, normal arbeiten gehen und so, aber es bringt mir nichts, weil egal wie viel ich immer für einen Test gelernt habe, ich habe trotzdem immer negative Noten gehabt, immer. Egal wie viel ich gelernt habe, deswegen habe ich dann irgendwann auch gedacht, ich scheiße auf das. Aber es ist schon scheiße ohne Arbeit eigentlich, weil wenn man so denkt, irgendwann, ich bin auch 18, weißt, und dann kriege ich nicht mehr so viel auf gut Deutsch in den Arsch geschoben wie jetzt. Wie ist das bei dir? Zach ist. Was ist Zach? Ja, nur daheim sitzen und nichts da. Wie wird man da? Wie bitte? Wie wird man, wenn man nur zu Hause sitzt? Nicht gut. Man hat blöde Sachen im Kopf manchmal. Luis, Johanna, Aaron und Niki hatten bereits vor der Corona-Krise psychische Probleme. Durch die Pandemie haben sich diese so verschlimmert, dass sie weder in die Schule gehen noch eine Arbeit finden konnten. Meine ganze Familie hat mir jetzt so den Druck gegeben, ja, du musst aber arbeiten, du musst eine Lehre finden und keine Ahnung. Die haben mir so gedacht, ja, bald, aber es geht jetzt nicht. Und das verstehen halt so manche Leute einfach gar nicht. Vor allem, das ist halt traurig, wenn man die eigenen Eltern das nicht verstehen. Also es wird einfach auch nicht wirklich akzeptiert, wenn man sagt, ja, man kriegt das halt derzeit einfach nicht hin. Also ich habe lang gebraucht, dass das überhaupt einmal meine Eltern zum Beispiel verstanden haben oder eben auch Freund. Das heißt immer, ja, aber du kannst ja dann bald wieder. So, ja, wenn es mal besser geht. Ja, aber nächste Woche kannst du vielleicht einmal schauen. Es geht nicht. Herr Reuder, der Hotelier von der Berufsmesse, sagt, um seine Branche stehe es schlecht. Um das zu verdeutlichen, nimmt er uns mit auf eine Betriebstour durch Oberösterreich. Ich weiß ja aus meinem persönlichen Umfeld, jetzt schon hergehen und sagen, du, Weihnachtsfeiern sagen wir ab, Wildwochen gibt es heuer kein mehr, machen wir gar nicht. Hochzeiten machen wir nicht und wir sperren halt jetzt am Samstag zu, wir sperren halt teilweise am Sonntag zu, wenn wir es sowieso nicht da arbeiten können. Also das ist die nackte Realität. Früher haben alle um den Gast gekämpft, heute kämpfen sie um den Mitarbeiter. Herr Reuder betreibt aktuell 5 Hotel- und Restaurantbetriebe in Oberösterreich. Er brennt für seine Branche, vertritt sie auch in der Wirtschaftskammer. Jahrelang habe er sich mit großem Engagement hinaufgearbeitet. Es gibt viele junge Leute, die sagen, ja, ich suche eh, aber ich finde keinen Job. Nein, das geht nicht. Also, wer das sagt, der hat wirklich, wirklich keine Ahnung vom Arbeitsmarkt und der hat sich noch nicht vorgestellt, weil es sucht jede Branche, fast jeder Betrieb. Das kannst du halt als junger Mensch, kannst du das wirklich definitiv aussuchen, was du machen möchtest. Also keinen Job zu finden, ist absolut unmöglich. Die Pandemie hat die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich kurzfristig massiv ansteigen lassen. Die Situation hat sich mittlerweile gebessert. Doch was in der Statistik auffällt, es gibt doppelt so viele langzeitarbeitslose Jugendliche wie vor der Krise. Als wir uns im Herbst auf der Favoritenstraße in Wien umsehen, sind wir überrascht, wie viele junge Menschen auf Jobsuche sind. Ich war in Quarantäne und dann habe ich meinen Job verloren und die haben gesagt, aus einem anderen Grund haben die mich gekündigt. Weil die wollen mich ja nicht bezahlen in dieser Zeit, wo ich zu Hause bin. Ich habe noch ein paar Bewerbungen geschickt und ich habe noch nicht Antwort bekommen. Also ich warte auf die Antwort, ja. Also ich suche auch eine Arbeit, aber ich finde gerade im Moment auch keine. Deshalb. Ja? Also ich habe an der Teststraße gearbeitet, Corona-Teststraße. Aber derzeit mache ich nichts, ich spiele nur Fußball. Haben Sie schon viele Bewerbungen geschrieben? Ja, sehr viele. Wie viele haben Sie da so geschrieben? Ungefähr 15, aber habe immer noch gar keinen Anruf bekommen. Es sieht irgendwie schwer aus, weil ich habe mich jetzt auch genug bei Firmen beworben und so, aber ja, die nehmen schwer auf.
wir suchen halt die ganze Zeit, versuchen was zu machen. Wenn es uns halt nicht klappt oder halt nicht funktioniert, dann sagen manche, wir sind faul und suchen nichts und wollen zu Hause bleiben. Also soweit ich weiß, die meisten suchen junge Leute mit viel Erfahrung. Das gibt's aber nicht halt. Das muss man erst anlernen und schwer halt. Manchmal habe ich satt die ganze Zeit. Ich will ja auch mal einen Job finden, aber es sieht schwer aus. Irgendwie habe ich nichts zu tun, außer dass ich jetzt irgendwie einen Beruf suche oder einen Job, wissen Sie. Was macht man dann so untertags? Meistens bin ich zu Hause, meistens gehe ich raus, frische Luft schnappen. Wenn ich mich jetzt mal bewerbe und so, ich hoffe einfach nur auf eine Antwort, auf eine positive Antwort, wo eher nur negative Antworten kommen. Ja, und da bin ich meistens selber enttäuscht wegen sowas. Wir erfahren, es gibt ein Ost-West-Gefälle am Arbeitsmarkt. Während es im Osten Österreichs mehr Jugendliche gibt, die eine Lehrstelle suchen, gibt es im Westen mehr offene Lehrstellen, die nicht besetzt werden können. Warum gibt es da diese Kluft zwischen Ost-West? Weil eben die Jugendlichen gar nicht bereit sind, den Arbeitsplatz woanders zu suchen oder den Wohnsitz für eine gewisse Zeit zu verändern. Das funktioniert nicht. Wir hatten solche Versuche ja in der Corona-Pandemie ja tatsächlich gestartet mit Wien und Steiermark, weil es geheißen hat, wir sollen unbedingt Ersatzlehrstellen in der Steiermark aufstellen für Wiener Lehrlinge. Haben wir gemacht, haben wir angeboten. Es ist kein einziger Lehrling von Wien in die Steiermark gegangen. Einen Tag später bei der U6-Station in Siebenhirten im 23. Wiener Gemeindebezirk. Wir treffen Youssef und seine Freunde. Der junge Mann ist 17 und ursprünglich aus Syrien. Boah, Bruder, gestern, was war das, Bruder? Ja, das habe ich nicht vergessen. Ich schwöre, Bruder. Seit 2 Jahren sucht Youssef eine Lehrstelle. Kurze Gastrojobs in Oberösterreich und der Steiermark hat er hingeschmissen. Versprechungen, wonach er dort Erfahrungen als Koch sammeln hätte können, hätten sich als falsch erwiesen. Dann muss ich Boden aufwischen gehen, dann muss ich Großputzen auch noch, dies, das. Dann habe ich auch noch aufräumen müssen, Kellner draußen helfen müssen, obwohl ich kochen wollte. So. Ich wollte halt nicht was anderes machen. Ich bin wegen Kochen da gekommen, aber dann wurde ich halt immer woanders hingeschickt. Ich wurde komplett andere Stellen geschickt, wo ich nicht mal hingehören wollte. Mir wurde versprochen, dass er ein Zimmer bekommt, das ober dem Restaurant wäre. Und im Endeffekt hat er es gar nicht bekommen, sondern musste in sozusagen einem Abstellraum halt schlafen. Wir haben ihn sogar FaceTime angerufen und er hat uns gezeigt, wie die Waschmaschine hinter ihm ist. Da waren irgendwelche Schuhe am Boden und irgendwelche Sachen, die nicht mal von mir sind. Und er und noch 2 andere Freunde haben mich halt dorthin gebracht. Die haben es selber gesehen mit ihren eigenen Augen. Also, die haben mich auch jede Nacht angerufen, nachdem ich Dienst aus hatte. So, ja, haben gefragt, wie es mir geht. Weil wir wirklich gesehen haben, dass es hier nicht gut geht dort. Aber ich wollte es halt machen. Mit einem anderen Freund im Auto sind wir dorthin gefahren, haben ihn dann erstmal besucht, weil da ging es ihm wirklich scheiße. Und das war in einem Hotel in Oberösterreich? Nein, das war zuerst ein Restaurant. Das war ein Restaurant. Dann bin ich mit ihm nach einem Hotel, wo war das? Auch in Oberösterreich. Ich war dort als Kellner im Restaurant, im Hotel. Und die Menschen waren sehr rassistisch dort. Wirklich sehr rassistisch. Man hatte so das Gefühl, weil ich bin neu dort gegangen. So, sie haben immer die schwierige Arbeit für dich gelassen. So. Und ich habe es immer gemacht, für mich war es kein Problem, aber irgendwann war es auch genug. So. Man hat irgendwann gecheckt, okay, schau, was sie hier machen. Und dann habe ich mit der Chefin gestritten von Frühschicht. Dann ist der große Chef gekommen von Hotel und hat gesagt, fahr zurück nach Wien und so. Youssefs Freunde haben entweder Lehrstellen oder vorübergehend Jobs ergattert. Er selbst ist noch auf Arbeitssuche. Jetzt bin ich hier bei Ames angemeldet und schaue, ob sie mir weiterhelfen können oder nicht. Weil ich suche schon seit Anfang Corona. Suche ich eine Lehrstelle, aber ich bekomme halt nichts. Immer nur Absagen, immer nur Corona, Corona, Corona. Wir haben schon satt davon. Im Herbst gibt es in Österreich etwa 10.000 offene Lehrstellen. Dem stehen rund 7.000 Jugendliche gegenüber, die gerade eine Lehrstelle suchen. Doch die Gruppen zusammenzubringen ist nicht einfach. Neben großen regionalen Unterschieden sind auch nicht alle Branchen gleich beliebt. In Wien gibt es eine eigene AMS-Stelle für Arbeitslose unter 25 Jahren. Dort sind wir verabredet mit einem Experten für den jungen Arbeitsmarkt. Peter Dominkowitz sagt uns, dass die Krise nicht alle gleich trifft.
Die sozialen und psychischen Folgen für arbeitslose Jugendliche würden unterschätzt. Die Jugendlichen haben am meisten unter dieser Krise gelitten. Und jetzt zu sagen, die sitzen alle faul herum, finde ich ein bisschen verwegen, die Aussage, muss ich ehrlich sagen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es braucht jetzt Unterstützungsangebote für die Jugendlichen und ihre Familien natürlich auch, weil wen hat die Krise am meisten getroffen? Genau die sozial benachteiligten Schichten hat es getroffen. Ja? Und die brauchen jetzt Unterstützung. Ja? Und das, es ist auch immer spannend, wer das sagt, dass alle nur faul herumliegen. Das ist auch immer die Frage, sind das Leute, die selber wenig Einkommen haben oder sind das Leute, die vielleicht ein tolles Einkommen haben und einfach solche Aussagen treffen? Und ich weiß nicht, ob die alle kennen, die jetzt da unter Corona massiv gelitten haben. Wir sind verabredet mit Niki, mit der wir schon auf der Linzer Donaulände gesprochen haben. Niki ist 21 und arbeitet zweimal in der Woche in einem Beschäftigungsprojekt von Promente Jugend in Linz. Bereits vor der Krise musste sie ihre Lehre als Bibliothekarin wegen Depressionen aufgeben. Dann kam die Pandemie und Niki verlor auch den letzten Rest ihrer Alltagsstruktur. Sie wohnt alleine. Im ersten Lockdown hat sie wochenlang überhaupt niemanden persönlich getroffen. Es ist einem dann halt egal, ob man jetzt um 9 Uhr aufsteht oder um 8 Uhr, wo man halt normal dann aufsteht und halt irgendwie in der Arbeit geht, in der Schule, keine Ahnung, oder eben daher. Oder man halt dann einfach bis um 3 Uhr durchschlaft, sich nicht einmal einen Wecker stellt, weil man hat eh nichts zum Tor. Und dann ist einem halt auch egal, was man den restlichen Tag tut eigentlich. Also mit viel Glück geht man dann einmal einkaufen. So kurz vor knapp, weil um 7 Uhr macht alles zu, um 6:30 geht man dann vielleicht einmal einkaufen, wenn man daran denkt. Also es ist eine ziemliche Umstellung gewesen eigentlich. Wie hat sich in der Pandemie das Leben für die Jungen verändert? Jetzt vor allem vielleicht auch im Hinblick auf Arbeit, Ausbildung. Leben, wenn man sowieso Betreuung braucht oder einen Stupser braucht, dass man das Haus verlässt, in der Situation einfach wirklich schwierig wird, dass man seine Höhle daheim sehr genießt oder genießt, also dass man sich da verflüchtet in die Höhle einfach. Ja. Also ich verstehe, dass man als Außenstehender vielleicht sich denkt, ja, so schwer kann das gar nicht sein. Aber wenn man dann halt wirklich in der Situation ist, ist es halt anders. Also ich habe mir auch anfangs nicht gedacht, ja komm, so schwer kann das gar nicht sein, dass ich jetzt dann aufstehe. Also vor allem, als ich noch meine Ausbildung gemacht habe. Und da ist mir auch echt leicht gefallen. Und da habe ich es auch nicht verstanden, wenn halt irgendwann mal dann später auch munter war das erst oder so oder halt keinen Rhythmus gehabt hat. Aber als dann halt einfach das Ganze als Wecker gefallen ist und halt man einfach auch keinen Grund mehr gehabt hat, dass man aufsteht, ist halt einfach extrem schwer, dass man sich so motiviert und das braucht halt sehr viel Disziplin. Und die ist halt meiner Meinung nach in der Pandemie ziemlich verloren gegangen, weil man ist halt einfach komplett in der Luft gestanden teilweise und hat einfach nimmer gewusst, was man da soll. Für die Jugendlichen ist das regelmäßige gemeinsame Kochen und Mittagessen ein wichtiger Teil des Arbeitsprojekts. Unter Auflagen kann es wieder stattfinden. Was backt ihr heute? Ein Becherkuchen mit Nüssen. Ja. Und was ist das für eine Form? Ein Einhornform. Können Sie die mal herzeigen? Aha. Wer mitarbeitet, bekommt 2 Euro therapeutisches Taschengeld pro Stunde. Ein Geldbetrag, den einige hier dringend brauchen. Die Jugendlichen können relativ spontan an einem oder mehreren Tagen in der Woche kommen, wenn sie es schaffen. An morgen zu denken, an übermorgen zu denken und da wirklich konkret sie verbindlich für was anzumelden, das ist für manche schwierig, ja. Weil einfach ganz viele andere Themen so groß sind im Leben, dass das dann vielleicht gerade nicht geht. Zum Beispiel? Zum Beispiel ist sowas wie Existenzsicherung, vielleicht aber auch Suchterkrankung oder einfach auch psychische Erkrankung, wo das die Hürde schon ist. Richtig. Wir erfahren, für viele ist die Arbeitssuche oft nur eine Folge zugrunde liegender Probleme. Immer wieder kämpfen hier Jugendliche beispielsweise mit Essstörungen. So auch Niki. Wie hat sich die Essstörung geäußert bei dir? Was hast du nicht gegessen oder wann hast du nicht gegessen? Ich habe eigentlich überhaupt nichts gegessen. Also wirklich das Nötigste gegessen. Ich habe Phasen gehabt, da habe ich nur Cola, Kaugummi und Zigaretten gehabt am Tag. Ja, und sonst einfach nichts Gesundes. Eigentlich sehr kleine Portionen wandern und also wirklich alle 4 Tage teilweise nur was gegessen. Ja. Das hört sich ungesund an. Es ist sehr ungesund, ja. Deshalb bin ich ja ganz froh, dass es das mittlerweile so ist, dass ich zumindest schaffe, dass ich einmal am Tag was esse, wenn es schlecht ist, alle 2-3 Tage, aber mittlerweile eigentlich fast täglich, was echt gut ist.
Nebenan in der Nähstube sind Aaron, Johanna und Luis beschäftigt. Laut einer Studie der Donau-Universität Krems hat bereits jeder zweite Jugendliche in der Corona-Pandemie unter depressiven Symptomen gelitten. Die Erkrankung kennen die Jungen hier gut. Und woher kommt die Traurigkeit bei den Jungen? Ich glaube, weil viele das Gefühl haben, dass man sie nicht versteht. Weil man nicht ernst genommen wird. Weil wenn man sagt, dass es mir schlecht geht, dann sagt man, ja, jedem geht es mir schlecht, aber so ist es halt nicht. Also nicht so schlecht wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man Depressionen hat, dann geht es mir nicht schlecht und man leidet einfach. Und das, ja, man fühlt sich einfach extrem allein, wenn man das Gefühl hat, dass man keiner ernst nimmt. Ich habe auch immer das Gefühl, man wird halt nicht gefragt, wie es einem geht, so. Es ist halt immer nur ein, ja, wie geht's dir in der Arbeit? Ja, wie geht's dir in der Arbeit? Ja, eigentlich ist es nur, wie geht's dir in der Arbeit? Es ist dann schon halt unangenehm, weil man sich dann denkt so, okay, was sage ich denn? Ich habe gerade nichts, ich gehe gerade weder in die Schule noch habe ich wirklich eine Arbeit. Ich mache mir schon ein bisschen selber Druck, ein bisschen. Weil ich halt immer das Gefühl habe, so, okay, ich brauche irgendwas. Ich brauche unbedingt irgendwas, was ich machen kann. In der Corona-Pandemie hat übrigens jeder zweite Jugendliche mehr als 5 Stunden täglich am Handy verbracht. Seit fast 2 Jahren sucht Aaron eine Lehrstelle. Die Lockdowns haben die Suche weiter erschwert. Wo würdest du denn gerne arbeiten? Eine Gärtnerei oder so ein Blumengeschäft oder ja, jetzt so ähnlich. Weil ich mache gerne etwas mit Pflanzen. Also das habe selber zu Hause sehr viel. Blumen, das klingt fast romantisch. Das ist jetzt so eine romantische Ader. Ja, bin ich eigentlich. Ja, bin ziemlich romantisch. Zirkt man nicht, aber. Und zeige das auch nicht so oft, aber. Bin. Wir sind zurück in Wien bei der Bäckerei Sinn. Eigentlich hätten wir heute einen Praktikanten bei seinem Schnuppertag begleiten wollen. Doch er sagt ab. Die Geschäftsführerin Alexandra Sinn führt uns trotzdem durch die Produktion. Es hätte Anfang der Woche ein Praktikant kommen sollen für den Beruf Bäcker. Ja, leider hat er uns dann am ersten Tag versetzt. Am zweiten Tag hat es dann geheißen, er kommt doch. Ja, war dann wieder nichts. Also ich nehme an, er hat sich's anders überlegt. Ich glaube, das ist demjenigen gar nicht so bewusst, dass das für ihn ja eigentlich ein Schritt ins Berufsleben wäre und dass man da halt auch zuverlässig sein muss. Hat man vielleicht daheim nicht so gelernt oder in der Schule. Und ich vermute mal, dass es einfach noch nicht im Bewusstsein angelangt ist, dass man auch für Arbeit am Arbeitsplatz anwesend sein sollte. Also seit es das Handy gibt, habe ich beobachtet, ist halt Absagen auch sehr einfach geworden. Und es ist natürlich bequemer jetzt, wenn man sagt, ah, ich will jetzt in der Früh doch nicht aufstehen, es regnet gerade, das können wir sehr gut beobachten oft. Dass dann diese Schnuppertage oft ins Wasser fallen. Um die Bäckerei gab es vor einigen Monaten Diskussionen in den Medien, als Frau Sinn ihren Mitarbeitermangel öffentlich machte. Ihr wurde vorgeworfen, ihr Personal äußerst schlecht zu bezahlen. Es heißt immer, wenn man keine Leute findet, erhöht man einfach das Gehalt. Ja, super. Aber ein Drittel kriegt der Mitarbeiter, 2 Drittel kriegt der Staat. Und ich glaube, dass es auch ein Hebel wäre, da mal anzusetzen. Ich möchte gar nicht weniger Kosten haben, aber ich hätte gern, dass ich nicht alles an Krankenkasse und Steuer zahle, sondern dass ich sie Mitarbeiter überweisen kann. Also das wäre auch ein Anliegen an die Politik, dass ich mal was zu überlegen. Mittlerweile schreibt Frau Sinn Vollzeitstellen im Verkauf um 1.570 Euro brutto aus. Netto sind das in etwa 1.300 Euro monatlich. Ich kann mich erinnern, die Gehälterdiskussion war ja eine auch nach ihrer öffentlichen Suche, oder? Ja. Da hat man dann gesagt, das ist einfach zu wenig, was Menschen kriegen, wenn sie da bei ihnen anfangen zu arbeiten. Also wir haben das getestet dann, muss ich dazu sagen. Also wir hatten eine Filiale, wo die Mitarbeiterproblematik sehr groß war. Und dann haben wir gesagt, okay, dann zahlen wir jetzt mehr. Die Mitarbeiter waren genau 2 Wochen da und dann sind sie kollektiv in den Krankenstand gegangen. Man dachte, okay, das Geld war es jetzt nicht. Man müsse etwas gegen den Fachkräftemangel tun, sagt der Hotelier Gerald Reuder.
Er will zusammen mit seinem Kollegen junge Menschen wieder für eine Lehre in der wenig beliebten Gastronomie und Hotellerie begeistern. Wir begleiten sie in eine polytechnische Schule im oberösterreichischen La Kirchen. Guten Morgen. Und mir ist einfach ganz wichtig, dass Gastronomie so dargestellt wird, wie sie ist. Es ist eine moderne Branche, eine zukunftsträchtige Branche. Und das Schönste ist, und das sage ich so salopp, es ist einfach geil zum Arbeiten in der Gastronomie. Wenn halt der Kellnerlehrling sein Trinkgeld kriegt, was er in gute Betriebe kriegt, dann hat halt der Gerstl Einstieg zum Foodgear am Abend. Weil er einfach sagt, jawohl, heute geben wir Gas, heute wird gefeiert. Und das sind halt auch wieder die Vorteile. Ne? Das ist sicherlich für den einen oder anderen gar nicht uninteressant, wenn er eben dann Großveranstaltungen organisiert, Musikfestivals organisiert, Facebook-Geschichten macht. Also auch das ist Tourismus. Das klingt immer so kitschig, aber euch steht wirklich die ganze Welt offen. Wenn sie halt jung sind und ihr sagt, ihr wollt Amerika kennenlernen, dann bitte, dann geht's nach Amerika arbeiten. Ihr werdet mit offenen Händen aufgenommen werden. Und das ist Fakt und das hast du in nicht so vielen Branchen. Du kannst da die Länder. Doch kaum jemand aus der Gruppe möchte später in der Branche arbeiten. Die Lehrerin wundert das nicht. Ehemalige Schüler und Schülerinnen hätten von schlechten Erfahrungen berichtet. Ein sehr rüder Ton. Eben Zeiten, Arbeitszeiten, die überschritten werden, aber wenn das bei Lehrlingen zum Beispiel limitiert ist von der Zeit her. Die Ausbildung wird bei uns sehr ernst genommen an der Schule und es kommen dann 15-jährige Jugendliche in den Betrieb und wollen halt dann auch ausgebildet werden. Klar, tägliche Arbeiten, Kartoffelschälen, Salat waschen gehört dazu, aber trotzdem, auch wenn stressige Zeiten im Betrieb sind, dass man sich für die Jugendlichen Zeit nimmt. Und ich glaube, dass das sie dann auch potenziert und dass dann der Beruf an sich wieder oder die Berufe im Gastgewerbe dann einfach wieder attraktiver werden. Trotz allen Engagements, das Interesse war bescheiden. Dabei sucht auch Herrn Reuders Kollege Thomas Weber dringend Personal. Das macht auch die Gastronomen mühe, wenn angerufen wird beim AMS. Sagst, bitte, ich brauche jetzt einen Abwäscher. Ne? Ja, wir haben momentan keinen, für was die Arbeit zumutbar ist. Dann kommt mein Satz immer, sage ich, meine Herren, wir reden von Abwaschen. Sage ich, ich brauche keine studierte Koryphäe nicht. Sage ich, ich brauche keinen Stepptänzer nicht. Sage ich, brauche einfach einen ganz normalen Menschen, der sein tägliches Brot verdienen will, in einem Betrieb arbeiten, wo er auch Wertschöpfung erfährt, wo er vernünftig essen kann und wo er trotzdem auch der Abwäscher und Spaß bei der Arbeit hat. Nicht möglich. Und da verzweifle ich als Gastronom. Und da gehört halt einfach für mich jetzt aktuelle Situation, wenn ein Kölner arbeitslos ist, Koch oder generell Gastronomie, nach maximal 3-4 Wochen gehört das gestrichen. Ne? Aus, der muss arbeiten. Das Arbeitslosengeld. Absolut. Wer nicht arbeitswillig ist, kann schon jetzt sein Arbeitslosengeld verlieren. Das werde auch streng sanktioniert, sagt man uns am AMS. Menschen grundsätzlich nach einigen Wochen das Arbeitslosengeld zu streichen, würde sie in Armut und prekäre Arbeitsverhältnisse drängen, warnt der AMS-Jugendexperte. Dass allen zu gut geht und dass diese Sicherungssysteme, dass man zu viel, ich weiß nicht, Notstandshilfe, Arbeitslosengeld und so weiter, die Gretchenfrage ist, ist das zu hoch oder sind die Löhne zu niedrig? Und wenn man sich anschaut, wie sich die Löhne die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, dann ist die Frage meiner Ansicht nach geklärt. Und was will man machen? Will man diese Leistungen so weit runtergeben, dass die Leute nicht mehr davon leben können und die dann alle in Armut, wenn ich arbeitslos bin, ist sowieso eine Armutsfalle. Oder wenn ich Mindestsicherungsbezieher bin, ja, da fahre ich nicht auf Urlaub oder kann man ein tolles Leben leisten. Da kann ich halt überleben. Und ich glaube, wir sind schon als Österreich dazu angehalten, den Leuten ein Überleben auf jeden Fall zu ermöglichen, wo diese Grundbedürfnisse gedeckt sind. Laut AMS wird jede dritte Arbeitskraft in der Gastronomie so schlecht bezahlt, dass sie im Niedriglohnsektor angesiedelt ist. Der Chef im Café Josef in Linz zahle gut, sagt er uns. Aber er überlegt, ob er noch neue Lehrlinge ausbilden soll. Oft habe er schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Glück gebe es auch personelle Lichtblicke, wie seine beste Mitarbeiterin Irmi. Nein, es ist schon ein Traumjob, muss man ja, schon sagen. Ja, aber nur bei der Irmi. Das typische Beispiel, wenn ich Freude an was habe, wenn ich einen Spaß habe. Selten. Wie sagt der Konfuzius, wenn etwas Spaß macht, ist es dann nicht Arbeit. Dann ist gearbeitet, ja. Es gibt viele Arbeitslose und viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die Arbeitskräfte suchen. Woher kommt denn dieser Gap Ihrer Meinung nach? Vielleicht geht es den Arbeitslosen einfach zu gut. Ich glaube, dass einfach, ja, zu viel Geld kriegen, sie es nichts tun. Ja, das Gastgewerbe ist halt einfach ein harter Job.
aber das steckt mir alles weg. Da geht es jetzt nicht nur ums Geld, sondern da geht es einfach um das, was man zurückkriegt jeden Tag. Wenn man heimkommt, weiß man, man hat was Gutes da. Man hat eh in der ja, verrückten Welt, eigentlich kann man schon sagen, wo alles nur negativ, negativ in der Zeitung, im Radio, irgendwas, hat man doch eine Kleinigkeit positiv irgendjemand wieder weitergegeben. Das ist halt die Schöne an dem Beruf. Die kommen einer, saugen mich aus und nachher bin ich wieder voll, wenn ich heimgehe. Also das ist schon schön. Das ist eins von den Sachen, da muss ich schon sagen, hoffentlich, dass ich die Jugendlichen da überzeugen kann. Ich bemühe mich halt auf jeden Fall bei meinen Lehrlingen. Die sind am besten Wege, aber nicht jeder. Aber da tue ich gleich aus, sondern ob sie das wirklich rentiert, ob sie das auszahlt, dass sie da mehr Energie hergibt dafür oder nicht. Wie er tut, wie er sich gibt, wie er redet, ja, es geht ganz schnell. Also es ist innerhalb von Sekunden, aber nicht sofort. Muss man auch in dem Beruf. Wer vom regulären Arbeitsmarkt ausgesondert wird, so wie es die Kellnerin formuliert hat, bekommt hier bei Jugend am Werk eine Chance. Im Zobereck in Wien, am Standort des ehemaligen berühmten Steirerecks, können Jugendliche eine überbetriebliche Gastrolehre machen. Lockdowns und Homeschooling haben auch hier ihre Spuren hinterlassen, sagt Ausbildner Martin Meinhardt. Die haben sich nicht bewegt, das sind so Couch-Potatoes geworden. Die Kilos hat man dann auch ein bisschen gesehen. Außer der Marc, der immer noch schlank ist, haben alle anderen zugenommen. Alle. Inklusive mir. Ja, was haben wir dann noch gehabt? Später aufstehen. Sie hätten normal um 7 Uhr auch Dienst gehabt, Homeoffice. Sie haben sich oft um 7 Uhr gemeldet. Und um 7:45 sind sie dann wieder schlafen gegangen. Ne? Ist so. Sie haben zwar dann die Aufgaben erledigt, nur halt ein bisschen Zeit verzögert. Über Praktika versucht man die Lehrlinge bereits während der Lehre in den richtigen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Doch viele Monate lang war das nicht möglich. Kontakte mit echten Gästen gab es damit keine. Wir haben hier zwar alles, was man braucht, wie man in einem richtigen Betrieb hat, nur kommen hier keine Gäste. Und das ist das. Wir haben das halt nicht, was wir brauchen. Und das ist das Wichtigste jetzt im Moment, im dritten Lehrjahr. Das muss man ja wissen. Wir alle suchen jetzt Arbeit, weil wenn wir dann mit der Lehrabschlussprüfung fertig sind, müssen wir schauen, wie es weitergeht. Gut. Wir machen heute 4 Gänge. Ja. Ja. Üblicherweise machen wir nur 3, aber weil heute Spargelzeit ist, schiebt man noch eine kalte Vollspeise rein. Das ist ein schwerer Beruf, ne? Und das muss man natürlich einem Jugendlichen mit 16, 17, 18, das muss man ihnen einmal erklären, ne? dass du nicht der Wichtigste bist jetzt, sondern es ist ja wichtig, dass der Gast reinkommt, ja? Und dass der dann wiederkommt. Du machst ja mit dem Beruf ja Leute glücklich. Stelle ich mir gar nicht so einfach vor in einem Alter, wo man am liebsten herumhängt, mit 16 oder so. Deswegen ist es wirklich eine Zeit, dass das Ganze vorbei ist. Also, sie hängen zu viel um und um. Das war ein zu sehr abhängen. Das ist ja ganz spannend am Anfang. Na klar, wenn ich 17 gewesen war, war die Corona-Zeit ein Traum. Ja. Aber was too much ist too much einfach. Ja. Weil sie dann in einen Sumpf drinnen sind, da kommen sie nicht mehr raus. Ja. Die Jugendlichen hier bringen oft soziale oder familiäre Probleme mit. Der Start ins Berufsleben ist für sie schwieriger als für andere. Also sie haben meistens ein schlechtes Zeugnis, teilweise nicht alle. Teilweise Schulabschluss, keinen Schulabschluss oder keinen positiven Abschluss. Und für einen Betrieb draußen ist das halt natürlich nicht positiv. Bei uns ist es egal. Also, die Leistung müssen sie bringen, ob der jetzt einen Schulabschluss hat oder nicht, ist eigentlich vollkommen egal. Ne? Wenn er die Leistung bringt, das ist alles aufzuholen. Und man merkt das auch schulisch und so weiter. Sie schaffen das genauso wie alle anderen auch. Man muss halt ein bisschen mehr Zeit investieren. Und es lohnt sich, wenn man dann sieht, was rauskommt. Ne? Die Ausbildner treffen ehemalige Lehrlinge, pandemiebedingt, zu einem Spaziergang. Das sind die Jungen gewöhnt, denn kleine Wanderungen haben zu ihrer Ausbildung dazugehört. Mit neuen Gruppen, die tun wir bewusst zu körperlicher Bewegung, Anstrengung führen, weil sie einfach manchmal zu schwach sind körperlich. Also 15-Jährige, 16-Jährige, die keine 2 Teller tragen können, weil sie einfach zu wenig Kraft in den Händen und in den Armen haben. Das haben wir sehr wohl. Ich sehe auch jetzt das Problem,
bei den Gruppen, die jetzt im Distance Learning waren, relativ lang, dass sie einen Arbeitstag mit 8 Stunden, das müssen wir wieder aufbauen, weil sie es einfach jetzt nicht gewohnt sind. Die Jungen hatten das Pech, ihre Lehre knapp vor dem ersten Lockdown abzuschließen. In der Gastronomie konnten sie dann auf einmal nicht mehr Fuß fassen. Sich rasch umzuorientieren, war wegen der Arbeitsbedingungen in manchen Branchen nicht für alle eine Option. Und selber beim Lieferdienst bewerben? Nein, das will ich nicht machen. Für mich ist mir zu zach. Warum nicht? Ja. Für was habe ich meine Ausbildung gemacht? Ist ein Argument. Ist so. Ja, so. Ja, meine Meinung ist, hätte ich das gemacht, keine Ahnung, ich werde nicht einfach froh. Dann kann ich gleich zu Hause chillen, sozial mich anmelden, AMS, fertig. Und wieder gleiche Summe bekommen vom Lieferdienst, was ich bekomme. Ist so. Verdient man so schlecht beim Lieferdienst? Ja. Ist so. Jetzt gibt es sicher Leute, die sich denken würden, ist vielleicht ein bisschen bequem, der junge Mann. Ja, aber. Jetzt haben wir ihnen jahrelang sie motiviert und unterstützt und gesagt, macht das, ihr werdet's. Und man muss schon auch verstehen, dass dann ein bisschen ein Frust da ist, wenn man das nicht umsetzen kann. Und dass einem dann jeder sagt, ja, du musst irgendwas machen. Ja, aber wenn ich irgendwas machen hätte wollen, dann hätte ich keinen Facharbeiterabschluss machen müssen. Bei dem Gespräch wird deutlich, dass der Umgang mit der Krise auch bei jungen Menschen höchst unterschiedlich ist. Ich habe mir gedacht, ja, Gastro ist jetzt zu, funktioniert nicht. Haben wir gedacht, ja, was würde mich noch interessieren? Dann habe ich gesagt, ja, Soziale würde mich interessieren. Habe geschaut, habe auf der Teststraße gearbeitet. Dann habe ich jetzt die Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht. Und jetzt habe ich halt einen Job im Altersheim, wo ich dann Soziales und Gastro verbinden kann. Na gut, da haben Sie eigentlich den besten Weg. Da haben Sie das Beste draus gemacht, könnte man sagen. Weil Soziales wird es eh in der Corona-Zeit wird Soziales gesucht, wie nichts. Wie geht es mit der heurigen Wintersaison weiter? Hotelier Gerald Reuder macht sich ernsthaft Sorgen, dass die fehlenden Arbeitskräfte das Geschäft ruinieren könnten. Im Ibis Styles Hotel in Linz erkundigt er sich bei Geschäftsführerin Tanja Waldhör nach dem aktuellen Stand. Grüß dich. Hi. Servus. Alles gut? Wie geht's dir? Ja, geht schon. War starke Wochen. Und wie geht's damit, deine Lehrlinge? Ja. Schon welche gefunden? Einer wird jetzt fertig, nachher kommen kann. Gar kein. Ja, gar nichts. Wir suchen jetzt seit einem halben Jahr. Aber es meldet sich keiner, es kommen keine Bewerbungen rein. Ich suche in jeder Abteilung einen Lehrling, einen Mitarbeiter. Eine Bewerbung ist gekommen. Ist nicht zum Brauchen. Weißt du, sind welche dabei, das geht leider gar nicht. Und sollten doch Jobbewerber oder Bewerberinnen kommen, sei ihr Verhalten oft unangemessen, sagt die Chefin. Ein Bewerber früher, der ist einfach gekommen, der hat gezittert, wenn er reingegangen ist, der war schon hergerichtet, der hat sich angezogen, der war ganz nervös und aufgeregt und der war froh, wenn er eine Zusage gekriegt hat. Ja. Und jetzt der Bewerber, der kommt halt einer zu 80% bauchfrei, wo ich schon nicht, und ich bin selber jung, aber es ist halt leider, das passt einfach nicht. Also ich bin da bei einem Bewerbungsgespräch, da geht es um einen Job und nicht um irgendeinen Disco-Besuch. Und auch wenn wir ein Hotel sind, ja. Ich bin ja nicht einmal ein Bar, dass das vielleicht annähernd passen würde. Und sie kommen halt eher mit Forderungen, sie interessieren sich gar nicht mehr so viel dafür, wie ist das dann, was gibt es da so alles. Also auch die erste Frage, die kommt, ist definitiv, wann muss ich dann arbeiten, welche Arbeitszeiten habe ich, ja? Wie viel freikriege ich, wie viel Urlaub und Gehalt. Das war bei uns auch so, oder auch früher, so vor 10 Jahren so. Aber es waren nicht die ersten Fragen, es war ein bisschen anders. Da hat man sich oft gar nicht fragen traut, was man dann verdient. Man war froh, dass man überhaupt den Job so gekriegt hat, dass man in einem Hotel arbeiten darf. Wir sind ein Konzern, das hat ein bisschen ein Prestige gehabt. Und ja, das ist das, was sie komplett draht hat. Ja. Jetzt habe ich mit jungen Menschen gesprochen, die gesagt haben, sie suchen eh ganz dringend, aber sie finden keinen Job. Mhm. Die Frage ist, wo sie suchen? Auf Instagram. Ja, es ist. Also auch wir machen Jobwerbung auf den sozialen Medien natürlich, weil das macht auch Sinn, weil das sieht ja jeder. Ja? Aber auch da bewirbt sich keiner. Wir werden die Mitarbeiter schlicht und ergreifend nicht kriegen, die wir uns alle wünschen. Und der Gast muss natürlich auch damit leben lernen. Also es wird dann spannend werden, wenn wir alle am Wochenende frei haben, möchte ich wissen, was die Leute am Wochenende frei haben, dann, wenn keiner mehr da ist. Und das muss auch ganz klar sein, weil wenn die Wirtshäuser am Wochenende zusperren, wenn die Liftanlagen am Wochenende zusperren, wenn die Hallenbäder am Wochenende zusperren, dann möchte ich wissen, was die Leute am Wochenende tun. Nur die Entwicklung werden wir nicht aufhalten. Solange das gesellschaftlich so läuft, werden wir die Chance nicht kriegen.
Das ist die eine Seite. Für Arbeitssuchende ist die Situation genau umgekehrt. Sie würden oft nicht einmal die Möglichkeit zu einem Vorstellungsgespräch bekommen, sagt der AMS-Experte. Ein weiterer Teil der Geschichte ist, dass wir das schon auch hören, dass Firmen sagen, die Menschen, die Jugendlichen auch, bewerben sich nicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, genauso hören wir von den Jugendlichen, dass sie Bewerbungen schicken, dass sie ganz viele Bewerbungen schicken, teilweise nichts zurückbekommen an Antworten. Auch das gibt es und auch das ist ein Teil der Wahrheit. Und wir haben da von Mai bis Juni haben wir das mal genau beobachtet. Und da haben wir so recherchiert, es gab da im Bereich der Jugendlichen 8000 Bewerbungen rein im Einzelhandel. Und aus diesen 8000 Bewerbungen, die die Jugendlichen verschickt haben, sind 100 Leerstellen geworden. Ja? Also das heißt, das ist auch ein Teil der Geschichte. Im Café Kult im 7. Wiener Gemeindebezirk haben nur Jugendliche bis 25 Jahren Zutritt. Hier dürfen sie ohne Konsumzwang Zeit verbringen. Sie können zum Selbstkostenpreis essen und Kontakte zu Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen aufnehmen, wenn sie das möchten. Wir sind erneut mit Youssef und seinen Freunden verabredet. Oft dürfen die Jugendlichen im Jugendcafé auch mitkochen. Spiel, Bruder, spiel. Ich koche eh schon, seitdem ich klein bin. Koche ich so Kleinigkeiten und so. Und da zum Beispiel in diesem Jugendzentrum machen wir halt so Veranstaltungen und so. Und da komme ich halt auch meistens so rein und koche halt, nehme so zum Beispiel Zutaten mit oder eine Idee. Und ich koche dann einfach und dann sagt mir jeder, ob es schmeckt. Und dann kommen halt die Chefs und sagen, ob es schmeckt oder nicht. Und das tut mich dann halt immer aufmuntern. Und so. Christian Dworzak-Jungherr ist der Geschäftsführer des Vereins, der das Kultcafé betreibt. Er sagt, dass viele Betriebe Jugendlichen oft nur Jobs anbieten, von denen sie kaum leben können. Das ist kein Spaß, wenn man jeden Cent umdrehen muss. Gaspreise steigen, jetzt kommt der Winter. Man weiß nicht, wie man es bezahlen soll. Ja, und dann gibt es die Möglichkeit für Praktikumsplätze oder prekäre Anstellungsverhältnisse, also wo ich vielleicht Teilzeit angestellt bin oder im wahrscheinlichsten Fall noch geringfügig angestellt bin. Ja, und dann soll ich für 467 Euro dort arbeiten, dann habe ich genauso noch wenig Geld. Ja, und ich habe keine Perspektive. Auch der 17-jährige Hadi hat bis jetzt keine passende Lehrstelle gefunden, weil er sich in der Schule schwer getan hat, sagt er. Also ich kann gut arbeiten. Ich habe Praktikum bei Bieler gemacht, bei Hervis gemacht. Und ich habe Bewerbung an Hartlau geschickt. Also niemand hat mich aufgenommen, nur wegen Noten. Aber wenn man meine Mitarbeit sieht, wie ich arbeite, ich glaube, die werden schon mich als Lehrling aufnehmen. Aber leider, ich hatte keine Chance. Auch für Youssef ist der fehlende Pflichtschulabschluss ein Problem. Die denken nur, bam, Fünfer, Zeugnis, kein Schulabschluss. Aber die wissen gar nicht, wie er sonst ist. Ich glaube, das ist auch bei vielen anderen so, die auch dasselbe Problem haben wie er. Ich bin 1000% sicher, bis der Corona-Scheiß da weggeht, kann sich hier keiner was vornehmen oder jetzt denken. Bruder, spielst du ordentlich oder was macht ihr? Und dann erreicht uns im Herbst noch eine erfreuliche Nachricht. Aaron aus Linz, der so gerne mit Blumen arbeiten wollte, hat eine Lehrstelle gefunden. Er wird im Blumengeschäft Bauchinger in der Linzer Innenstadt zum Floristen ausgebildet. Die Chefin ist sehr zufrieden. Er hat wirklich einen Strauß gemacht und es kommt halt darauf an, wie greife ich Blumen an, was für Auge habe ich für Farben, was nehme ich mir zusammen. Dann war es eigentlich relativ schnell klar, dass das da schon mal ein Talent da ist. Und dass der Aaron jetzt ein bisschen kreativ ausschaut mit seinen Piercings und den Tätowierungen, war das ein Thema? Das Piercing in der Nase war kleiner, wie wir sie kennengelernt haben. Ja. Und nachdem wir jetzt Maskenpflicht haben, habe ich gesagt, solange die Maske oben ist, ist mir das egal. Wenn die Maske wieder herunter ist, ist das Einzige, was mich stört, weil ich finde, es ist schon ein bisschen sehr groß. Tätowierungen, verschiedene Haarfarben, Kopfbedeckungen, das ist mir wirklich ganz egal, weil ich mir denke, der Mensch muss passen. Also das, ich hab mich einfach so gefreut. Da habe ich dann jeder erzählt, ich habe Arbeit.
endlich mal so. Und meine Betreuerinnen waren auch voll glücklich und so. Also jeder hat sich voll gefreut, weil jeder hat es gewusst. Das ist, was ich eigentlich gebraucht habe. Aber was sagen die Jungen selbst dazu, dass so viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gerade keine passenden Arbeitskräfte finden? Um das zu erfahren, treffen wir Aaron, Johanna, Luis und Niki ein letztes Mal auf der Linzer Donaulände. Ja, Hammer. Perfekt. Wie seht denn ihr die Situation? Also ich krieg davon eigentlich nicht viel mit, also eigentlich gar nichts mit. Dass wirklich viel mehr Plätze sind als wie davor. Ich meine, natürlich, jetzt war September, Lehrbeginn und so weiter, da sind natürlich einige Lehrplätze frei gewesen, aber so, dass wirklich händeringend nach Leuten gesucht wird, ist bei uns noch nicht wirklich angekommen. Also ich habe einer anderen Teilnehmerin aus dem Kurs die letzten Tage immer wieder bei den Bewerbungen geholfen und da haben auch nicht mehr gesehen als wie normalerweise, wo da halt das wirklich dann auch gesucht wird. Die Jungen sind nicht faul, die Jungen sind einfach nur, ich habe das Gefühl, sie sind verzweifelt und hilflos, weil sie eben das Gefühl haben, dass sie nicht ernst genommen werden. Und ja, das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern einfach irgendwie nur Überforderung, denke ich. Zu hohe Sozialleistungen seien jedenfalls nicht das Problem. Die jungen Erwachsenen müssen insgesamt mit 400 bis 800 Euro im Monat auskommen. Ja. Es ist ja so, dass man da echt dann auch viele Leute sind, die vielleicht auch gar nicht arbeiten können, weil es ihnen gesundheitlich nicht gut geht, aber die sehen halt die Leute von außen nicht. Die, wenn sie sich nicht wirklich damit beschäftigen, glauben sie halt, okay, ja, die sitzen faul daheim, aber in Wirklichkeit können sie zum Beispiel nicht. Wenn sie wollen, dass die Jugendlichen wirklich arbeiten gehen, wirklich soziale Sachen machen und für die Gesellschaft was tun, dann sollte man sich auch darum kümmern, dass denen dann auch gut geht. Und wirklich die Hilfe kriegen, was die brauchen. Ah, es ist so weh. Oh. Ich weiß es nicht. Und komplett verkacken.